So, hallihallo. Heute ein kleines Anzocken von Peklin. Wir gehen auch gleich rein. Ich erkläre euch auf dem Weg, was es ist. Wie ihr sehen könnt, wer es vielleicht schon kennt aus anderen Rogue-Lite oder Rogue-Like-Spielen, wir haben so eine Karte, wo es immer Abzweigungen gibt. Es ist, wie erwähnt, ein Rogue-Lite. Ich habe es auch schon einmal fast durchgezockt und habe ein Relikt bekommen. Aber das soll uns jetzt nicht davon abhalten. Ich wollte es antesten. Das ist auch nur die Demo. Die Vollversion kostet, glaube ich, 16 Euro. Deswegen habe ich mir erstmal die Demo geholt. Wenn es bockt, und es bockt eigentlich schon massiv, können wir vielleicht überlegen, ob ich es mir hole. Und dann machen wir eine ganze Serie draus. Wir gucken, wir fangen an. Wir müssen Steine werfen. Und die blocken und pläumten darunter. Beziehungsweise Orbs, nicht Steine. Wir haben auch andere hier, zum Beispiel einen Dolch. Steine, Dolch etc. Bomben treffen, wenn wir sie abgebaut haben. Mal gucken, ob wir es schaffen. Mit dem Stein braucht man zwei Angriffe drauf. Diese Bomben machen allen 50 Schaden. Diese, die wir gerade getroffen haben, die gelben hier, zack, bumm, die machen Crit. Damit machen wir mehr Schaden, wir machen Crit-Schaden. Und diese Airs, die wir gerade getroffen haben, Renew, die erneuern das Feld. So, ganz easy Geschichte eigentlich. Und jetzt müssen wir nur probieren, die Dudes da oben kaputt zu hauen. Weil wie ihr seht, wenn wir das Zeug abbauen, das war hundsmiserabel übrigens, by the way. Das, was wir unten abbauen, bekommen die oben an Schaden rein. Wenn wir jetzt eine Bombe abbauen, das war sehr schön. Jetzt bekommen die alle, jetzt schmeißen wir ein Bömmchen, zack, alle 50 Schaden. Und er kriegt nochmal den Schaden vom Orb ab. Jetzt müssen wir nachladen, wir haben alles verballert, was wir haben. Müssen wir mal schauen. Der Crit lohnt sich fast nicht, wenn der fast tot ist da vorne. Wir werfen einfach mal so querfeld ein irgendwo. Das ist sehr schön, war das geworfen, sehr schön. Viel zu viel Schaden für den fast Toten, aber immerhin. So, jetzt holen wir uns eine Bombe. Zack. Schade, fast noch die zweite Bombe. Das wäre es jetzt noch geworden. Wir haben die zweite Bombe. Ja gut, ich würde mal behaupten, das war's dann. Zweimal 50 Schaden. Zack, zack. Jo, Runde ist vorbei. Jetzt dürfen wir uns einen neuen Orb aussuchen. Orb der Vergangenheit verursacht 0,34 Schaden für jeden Pin, der in diesem Kampf bereits getroffen wurde. Kann jeden sichtbaren Feind amüsieren. Kann nur einmal pro Kampf verwendet werden. Der verursacht Schaden für jeden Pin, den wir abgebaut haben. Und die Pins sind diese Popelbobbel auf dem Feld. Oder den, der erneuert bei jedem siebten getroffenen Stein das Feld. Ich würde sagen, wir nehmen den Orb der Vergangenheit mit. Habe ich noch nicht gehabt. Ich hatte nur so eine Super Materie und so einen Eiszapfenorb. Die waren auch nicht so schlecht. So, gucken wir mal. Hier müssen wir jetzt aussuchen, wo es auf dem Feld weitergeht, an der Abzweigung. Wir hätten jetzt entweder Fragezeichen für Zufallsevent oder den Totenkopf für einen Kampf treffen können. Wir haben zum Glück das Fragezeichen getroffen. Aber hier erwartet uns auch ein Kampf. Das passiert mir irgendwie ständig, wenn ich aufs Fragezeichen komme, dass ich kämpfen muss. Dann kämpfen wir eben. So. Ja, erklärungstechnisch gibt es da, glaube ich, nicht mehr viel dazu zu sagen, außer das Spiel macht Spaß. Ich habe es fast, also ich glaube mal, dass ich die Demo fast durch hatte. Ich war beim, sag mal, Endboss vom ersten Gebiet, wahrscheinlich der Endboss von der Demo. Ziemlich harter Brocken. Mal gucken, ob wir es die Folge schaffen. Ich weiß nicht, ob wir es die Folge schaffen werden. Wenn nicht, machen wir auf jeden Fall einen 2- oder 3-Teiler, je nachdem, wie lang das geht. Und wenn es bockt und wenn ihr Bock habt, dann hätte ich gesagt, dann holen wir das Ding und dann spielen wir es komplett. Weil ich hab Bock und ich mag Roguelites und Roguelikes sehr, sehr. Wie einige von euch vielleicht wissen und die anderen vielleicht erfahren werden, und zwar jetzt. Ich habe schon eine mächtig große Playlist mit Rogue Legacy 2, also wer da Interesse hat, der könnte mal reingucken. Vielleicht verlinke ich sie auch, wenn ich es nicht vergesse. Jo, jetzt aber wieder back to the game. Der Orb der Vergangenheit ist ein mächtiger Orb. Ja, das haben wir ja. Wir wissen ja, dass er dann Schaden macht, bla bla, bla bla. Der ist aber nur einmal pro Kampf einsetzbar. Das heißt, wir sollten... Ja, das ist jetzt blöd, aber wir können die anvisierten Gegner wechseln, oder? Wie geht denn das? Oh. Oh nein, habe ich ihn jetzt weg? Oh nein, ich habe ihn weggeworfen, oder? Was habe ich getan? Warum habe ich das getan? Was ist mit mir los? Nein. Kriege ich den jetzt nochmal oder ist der jetzt weg für diese Runde? Ah, der kommt nochmal. Aber wahrscheinlich sind wir bis dahin auch fertig mit denen. Ja, ich dachte, ich könnte den Gegner wechseln. Es hieß, das Ding kann jeden anvisieren. Kann jeden sichtbaren Feind anvisieren. Oder hätte ich das vielleicht danach auswählen müssen, wen ich anvisiere. Ach ne, ah, jetzt kann ich anvisieren. Jetzt konnte ich anvisieren, jetzt kann ich wieder nicht. Ah, okay.
Naja, ist ja auch egal. Wenn wir jetzt die Bombe getroffen hätten, wären wir eh schon durch. So, jetzt kommt der Orb. Jetzt schmeißen wir den nochmal. Ja, der startet jetzt praktisch mit erhöhtem Schaden. Für jede Kugel hier auf dem Feld, die wir abgebaut haben, startet er schon mit Bonusschaden. Und jetzt haut der praktisch 51 Schaden rein. Jetzt können wir uns aussuchen, ob wir uns heilen oder einen Orb verbessern. Wir nehmen natürlich Orb verbessern. Wir heilen uns noch nicht. Wir haben erst 2 Leben verloren. Wir verbessern, glaube ich, den Orb der Vergangenheit. Das machen wir. So, jetzt haben wir 2x Fragezeichen. Ich glaube, wir werfen straight in das Fragezeichen rein da. Gar nicht lange überlegen. Wenn wir in der Mitte treffen, bekommen wir Schaden bei den Flammen. Deswegen am besten gleich probieren, wenn es so einfach ist. Oh, schön. Oh, da kriegen wir einen Orb, wenn wir Glück haben. Wenn wir Glück haben. Werfen wir einfach mal da rein, hätte ich gesagt. Mal gucken, was dabei rauskommt und dabei rumkommt. Wahrscheinlich nichts, oder? Das ist genau das, was ich wollte. Der Gummiball hüpft besonders stark. Den nehmen wir mit. Schöne Sache. Und jetzt müssen wir... Oh Gott. Ja, werfen wir nochmal so. Vielleicht haben wir 2x Glück und wir treffen die Schatzkiste. Vielleicht wird das was. Das wird was. Yes. Yes, nice Sache. Ich bin Profi. Nee, eigentlich nicht. Normalerweise habe ich bei diesen Spielen überhaupt gar kein Glück. Taktischer Abnasch. Der Renew Orb bewegt sich nach jedem Schuss. Jetzt müssen wir auswählen. Schatzkiste, Totenkopf. Wir gehen nochmal Schatzkiste. Ja, easy, warum nicht, ne? Ha! Das ist ja schön, ist das. So, was gibt's? Klinge des Anfängers. Alle Angriffe haben +1/+0. Okay, dann gehen wir jetzt hier einfach fürs Fragezeichen, hätte ich gesagt. Oh, danach kommt dann entweder Kampf oder Bosskampf. Du findest einen Wasserfall direkt neben dem Weg. Welche Geheimnisse könnte er verbergen? Sieh hinter dem Wasserfall nach, ignoriere es und geh weiter. Wir schauen nach. Der Glückspfennig. Das Spielfeld enthält 2 zusätzliche Crits. Das nehmen wir mit. Dankeschön, Dankeschön. Oh Gott. Ah, ich muss es, glaube ich, so werfen. Ich will ungerne, sehr ungern in den Bosskampf rein jetzt. Ja, das hätten wir. Nice. Sehr nice. Mal schauen. Ah, das ist... Oh Gott, die Spinnen. Die Spinnen bewegen sich nicht übers Feld, also sie kommen euch nicht näher, aber die können euch jede Runde angreifen. Also nicht nur, wenn sie vor euch stehen, sondern jede Runde schießen die euch so ein Spinnenfadending für einen Schaden am Kopf pro Spinne. Ja, das ist schön. Das ist sehr schön, ich weiß. Das gefällt mir auf jeden Fall auch sehr, dass sie das können. Ist auch gar nicht nervig. Ist auch gar nicht eklig. Die schießen mir das ja nur direkt ins Gesicht. Hätte es aber auch gesagt, wir bleiben auf der Spinne drauf, dann ist die Spinne weg. So, Gummiball. Ploing blub, boing blim. So macht er, falls ihr es nicht gewusst habt. Jetzt haben wir 2 Bomben aktiviert, aber keine gezündet. Jetzt wechseln wir auf die Fledermaus. Geht das? Geht jetzt gerade nicht wahrscheinlich, oder? Komm jetzt, Fledermäuslein. Da schmeißt er mir noch was an den Kopf da hinten. Mal gucken, wir treffen auf jeden Fall eine Bombe. Hätte jetzt gern beide getroffen, das wäre jetzt richtig geil geworden. Dann hätte man nämlich gerade mal das Feld abgeräumt, also fast abgeräumt. Aber das sieht so schon mal nicht schlecht aus. Jetzt treffen wir halt die andere Bombe nicht mehr wahrscheinlich. Das ist ärgerlich, hätte ich mal behauptet. Wir nehmen die Spinne, weil dieser Ball hier startet ja gleich wieder mit Bonusschaden und zwar böse. Die Bombe. Nein. Knapp dran vorbei, ärgerlich. Aber die Spinne ist tot. Diese Spinne ist tot. Nice. Wenigstens etwas. Jetzt müssen wir schauen, ob wir irgendwie nochmal an die Bombe rankommen da, weil dann wäre das Spiel gleich so gut wie rum für die Gegner. Wir haben wieder verfehlt. Das ist natürlich sehr elegant. Die kloppen mir voll ins Gesicht rein hier. Die kloppen mir alle voll auf meine kleine Packling-Goblin-Nase drauf. Autsch, hört doch auf, das ist gemein. Mann, ey. Ihre Bauken. Jetzt aber, die Bombe haben wir. Nices Ding. Und kabum. Dann ist gleich Feierabend hier. Nur noch die Spinne. So, Erneuerungsorb. Wir brauchen 24 Schaden. Das haben wir. Die Spinne ist weg. Schön. Zack, bumm, die ist raus.
Feuerball, leichter als andere Orbs, sprengt Bomben nur nach nur einem Treffer, fügt dir selbst vom Feuern 2 Schaden zu. Oh. Echo-Orb trifft alle Feinde. Echo verursacht zusätzlich 15% des Schadens der letzten Attacke. Echo-Schaden erlischt beim Nachladen. Oh, ich glaube, Schleim-Orb platziert auf jedem 5 getroffenen Pin Schleim. Pin mit Schleimfedern stark sind beständig. Beständige Pins können in einem Schuss dreimal getroffen werden, bevor sie zerstört werden. Ich glaube, wir nehmen den Echo-Orb. Ja, wir nehmen den Echo-Orb, hätte ich gesagt. Und dann schmeißen wir uns direkt in die Schatzkiste rein da. Zack. Schöne Sache. Wie weit haben wir es denn noch? Ja, jetzt gucken wir mal in die Kiste. Trank der Leichtigkeit. Renew gewährt ebenfalls einen kritischen Treffer. Oh, das ist sehr geil. Dann hätte ich gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge, Dudets und Dudes und Let's und Ledets. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine geile Zeit, ciao, ciao. Schaut doch vielleicht auch noch was anderes von meinem Kanal an, ha, Eigenwerbung, jetzt aber, ciao, ciao.